Hallo zusammen in meiner italienischen, Schweizer und internationalen Küche. Heute seht ihr gleich das Foto hier von Totò. Das andere rechts. In der Mitte ist Rosanna und rechts bin ich. Das war ein Foto von letztem Jahr, September, Oktober 2018. Rosanna und Totò lieben über alles Servala, die Schweizer Servala und die Schweizer Landjäger. Und ich wünschte mir, dass jemand die Güte hätte, wenn sie die zwei kennen in Neviano und ihr fahrt vielleicht runter nach Neviano, dass ihr denen was mitbringt. Rosanna, meine Liebe, du tust mir jeden Morgen einen guten Morgen schicken, eine gute Nacht schicken, fragst jeden Tag, wie es mir geht. Das ist super lieb von dir. Bist eine der wenigsten Leute, die am meisten mir schreibt und sich auch wirklich kümmert. Dankeschön. Und vielleicht ist ja jemand dabei, der nach Neviano fährt und die beiden kennt. Dann kommt vorbei und holt Servala und Landjäger für die zwei. Ich hoffe, ihr habt eine Kühlbox. Also, wir fangen gleich an mit dem Servala-Salat, Schweizer Servala-Salat. Also, für unseren Servala-Salat oder Schweizer Servala-Salat oder Wurstsalat brauchen wir die gleiche Soße wie beim Macaroni-Salat, bei Pasta-Salat. Das ist 3 Esslöffel Maisöl, 2 Esslöffel Essig, 1 Esslöffel Mayonnaise, 1 Teelöffel Senf, Salz und Pfeffer, wie ihr es braucht. Und dann geht es gleich weiter. Wir brauchen 140 Gramm Mais, eine große Zwiebel, 100 Gramm Emmentaler oder Gruyère oder anderen Käse, den ihr mögt, 1-2 Esslöffel Essiggurke, eine Tomate, 2 hartgekochte Eier und 2 Riesenservalas von der Marke Bell. Das sind die besten Servalas, die kriegt man beim Coop. Dann tut man zuerst die Wurst pellen. Wenn ihr in Deutschland lebt, könnt ihr auch eine Fleischwurst nehmen, um diesen Salat zu machen. In Deutschland nennt man das ja eher Wurstsalat nach Schweizer Art. Das ist genau das traditionelle Schnitt der Servala, den man üblicherweise gebraucht. Und dann die 2 Eier auch schnibbeln. Weil das ist auch ein sehr schnelles Gericht für ganz heiße Tage. Das Rezept, das ist für 2 Personen, wenn sie wirklich nur den Servala-Salat essen mit einem Stück Brot. Und am besten ist dazu ein kaltes Bier. Tomate habe ich auch reingemacht, die eine. 140 Gramm Mais. Wenn ihr irgendwas von den Zutaten nicht mögt, könnt ihr es natürlich weglassen oder ersetzen durch was anderes. Aber so etwas wie die Zwiebel gehört eigentlich schon rein, eine rohe Zwiebel. Dann den Käse. Und noch die Essiggürkchen. So, und dann wird das gut gemischt. Und dann ist das Essen schon bereit. Und es ist ein richtiges Sommergericht. Und Servala-Salat kriegt man auch fast in jedem Schweizer Restaurant. Na, ich wünsche euch gutes Gelingen, guten Appetit. Tschüss zusammen.